die Maus-Facility des Kölner Exzellenzclusters CCAT Cologne. Genetiker und Mediziner forschen hier über zelluläre Stressantworten bei altersassoziierten Erkrankungen. Und Mausmodelle sind dabei ein wichtiger Weg. Die Frage, um die es im Wassertank-Experiment geht, lautet einfach ausgedrückt: Wie schnell gelingt es verschiedenen Mäusetypen, sich im Wasserbecken zu orientieren und die unter der Wasseroberfläche versteckte Ausruhplattform zu finden? Training, Alter, Krankheit und genetische Veränderungen haben Einfluss auf die Zeit, in der die Maus die Aufgabe bewältigt. Professor Jens Brüning, von Haus aus Mediziner, ist Sprecher des Kölner Clusters. Dank seiner Arbeiten über die molekulare Diabetesforschung, für die er 2006 den Leibniz-Preis bekam, weiß man heute, dass Insulin weit mehr ist als ein Hormon, das den Zuckerhaushalt reguliert. Es ist ein Schlüsselhormon. Seine Rezeptoren finden sich nahezu in jeder Zelle. Und die Erforschung der Insulinsignalwege, die sich im Alter oder bei altersabhängigen Krankheiten, etwa im Gehirn, verändern, ist einer der vier Projektbereiche des Clusters. Die Vision des Clusters besteht darin, dass wir die dem Alterungsprozess zugrunde liegenden molekularen Mechanismen verstehen wollen. Und wir versprechen uns davon, dass wir diese Mechanismen als neue Ansatzpunkte der Therapie alternsassoziierter Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Übergewicht, aber auch Krebs und neurodegenerative Erkrankungen charakterisieren können. Alle vier Projektbereiche des Clusters können auf zentrale Einrichtungen zurückgreifen, die Facilities. Astrid Schaus leitet die Imaging Facility, die sichtbar macht, was sich in Zellen im molekularen Maßstab abspielt. Was passiert genau, wenn Zellen altern und erkranken? Entscheidend scheint der Zustand der Mitochondrien zu sein, der zelleigenen Kraftwerke. Deren Qualität lässt im Alter und unter dem Einfluss von Krankheiten nach und beeinträchtigt die Funktionalität und die Regenerationsfähigkeit der Zellen. Und was uns interessiert, sind genau die Mechanismen zu identifizieren, die die Qualitätskontrolle, die Funktionalität der Mitochondrien aufrechterhalten und eventuell geschädigte Mitochondrien aus der Zelle entfernen. Professor Langers Forschergruppe ist Genen auf der Spur, die diese Prozesse regulieren. Eine Methode, die Wissenschaftler seines Projektbereiches anwenden, ist ein Screening-Verfahren. Ein Roboter screent Zellen eines Modellorganismus, in diesem Fall sind es Bäckerhefen, um solche einzelne Gene zu identifizieren. Das Altern setzt den Zellen zu. Warum die Funktion ihrer Membranen nachlässt, untersucht der Projektbereich von Professor Martin Krönke. Die Zusammensetzung der Lipide, der Fettmoleküle der Membranen, die im Massenspektrometer gemessen wird, scheint Gradmesser für ihre Funktionstüchtigkeit zu sein. Wir wissen ja von der Haut zum Beispiel, dass die während des Alters einfach spröder wird und weniger geschmeidig. Auch dort haben membranähnliche Substanzen, Sphingolipide, eine maßgebliche Rolle. Und die Vermutung ist einfach die, dass während des Alters auch sich die Lipidzusammensetzung von Membranen verändert und damit deren biophysikalische Eigenschaften. Wenn Organismen altern, verschlechtert sich die Immunabwehr. Infekte und Krankheitserreger treffen auf geringeren Widerstand. Die experimentellen Möglichkeiten der zentralen Maus-Facility spielen eine wichtige Rolle in der Forschung des vierten Projektbereichs, den Professor Manolis Pasparakis leitet. Er untersucht den Verlauf von chronischen Entzündungen bei Krankheiten wie Atherosklerose, Typ-2-Diabetes oder bestimmten Krebserkrankungen. Wir versuchen zu verstehen, welche Rolle Entzündungen im Verlauf altersbedingter Krankheiten spielen. Während eine Entzündung eigentlich ein Schutzmechanismus des Körpers ist und die Ausbreitung von Infektionen verhindert, kann sie, sobald sie außer Kontrolle ist, schwerste Krankheiten verursachen. Die Mechanismen, die bei entzündlichen Reaktionen Beginn und Fortschreiten der Krankheit regeln, sind nach wie vor unklar. Versuchsreihen mit Mausmutanten sollen die Forscher hier weiterbringen. Welche Möglichkeiten die Genetiker heute einsetzen können, zeigt ein Blick in das Embryonenlabor des Clusters. Hier werden Blastozyten, veränderte embryonale Stammzellen, 4 Tage alter Mausembryonen injiziert. Im Rahmen unserer Laborarbeiten versuchen wir, neue Konzepte zu verstehen, wie Krankheiten entstehen. Und wenn wir die zum Beispiel in Reagenzglas, in Zellkulturversuchen, aber auch in Tierversuchen charakterisiert haben, ist der nächste Schritt dann, die neu identifizierten Mechanismen in den klinischen Alltag zu übertragen, um mögliche neue Therapien zu entwickeln. Die erste Versuchsreihe des Clusters läuft gerade an. Internisten der Kölner Uniklinik untersuchen Diabetespatienten, die unter Übergewicht leiden. Gucken mal, wie die Blutfette sind.
Ziel der Langzeitstudie ist es, die beste Strategie der Behandlung zu finden, das optimale Zusammenspiel von Einzelaspekten wie Einstellung des Blutzuckerspiegels, Maßnahmen zur Gewichtsreduktion, Einsatz von neuen Medikamenten oder auch chirurgische Eingriffe. Doch das ist erst der Anfang. Die Forscher von CCAT Cologne haben Großes vor. Der Standort Köln soll in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zum europaweit einzigartigen Zentrum für Altersforschung ausgebaut werden. Der Neubau des Laborgebäudes, der in wenigen Monaten beginnt, ist Symbol für den Schritt in die Zukunft.